Und herzlich willkommen zurück mit mir, dem lieben Santibio Z. Hallo, hallo, wie geht's euch? Hallo hier meine Vlogs. Ich habe gedacht, ich gehe einfach mal heute nochmal live. Ich weiß, ihr seht wieder nichts. Sorry dafür, ich habe das auch gerade jetzt gesehen, dass ihr nichts seht. Tada, da bin ich. Guten Tag, hier ist der Santi. Wie geht's euch? Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream mit mir, dem lieben Santibio Z. Ja. Wie ihr seht, wir haben hier ein super tolles Nether-Portal und, dieses Nether-Portal, das hat es total in sich, total, wirklich. Also, da kann man reingehen und man ist einfach in einer anderen Dimension. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, könnt ihr nicht, ich mir auch nicht und deswegen werden wir das heute ausprobieren. Ich hoffe, ich war nicht stumm und rede die ganze Zeit mit mir alleine. Nein, okay, gut, ich bin nicht stumm, sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Musik ist angenehm. Ich ziehe jetzt einmal ganz kurz OBS noch auf meine Seite, damit ich den Stream noch ganz vernünftig sehen kann, ob da alles läuft oder nicht. Und heute werden wir tatsächlich einmal ganz kurz zu Joel gehen, dadurch, dass er mich gefragt hat, ob ich zu ihm gehen kann. Das werden wir natürlich machen, weil schaut mich an, sich aus, als hätte ich irgendetwas zu verlieren. Nein, tue ich nicht. Also werden wir uns einfach mal equippen und dann werden wir, glaube ich, einfach auch mal losgehen, ne? Ich meine, wieso nicht? Ich habe ganz vergessen, dass da all meine Sachen drin waren. Hoppla. Genau, wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen. Wir müssen ein paar Sachen aussortieren, definitiv. Ansonsten denkt man, ich will dem was Böses und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen heute einfach nur ganz friedlich easy peasy zu ihm gehen und sagen, hey yo, Joel, wir kennen uns doch noch, ne? Bitte bring mich nicht um, ne? So wollen wir einfach ein bisschen quatschen. So. Um es einfach zu sagen, wir wollen einfach ein bisschen quatschen. Wir rüsten uns natürlich für alles Mögliche aus, sei es Krieg, sei es eine Schlacht und allem drum und dran. Man kann ja nie wissen. Deswegen, ich würde sagen, manche mögen es nicht gerne heiß. Genau, das stimmt. no risk, no fun, oder? Ja, natürlich. Meine Blocks, kommst du auch noch on oder bist du schon draus? Also bist du schon out? Oder kommst du nicht mehr online? Kommst du noch? Kommst du nicht? I don't know. Obwohl, nee, du darfst gar nicht kommen, sonst denken die, dass du zu meiner Gang gehörst. Aber okay, gut. Habe ich verstanden. Gut, ich brauche Fackeln, ich brauche definitiv meinen Wein, ansonsten überlebe ich das Ganze nicht. Da, mein wunderschöner Wein. Wie wäre es, wenn wir hier noch ein bisschen Holz mitnehmen? So, dann brauchen wir ein bisschen Holz. Und Sachen zu craften. Zack. Wie zum Beispiel ein Boot. Achso, die Crafting Bench war da oben. Leute, fragt einfach nicht nach, okay? Fragt einfach nicht nach. Genau. Joel hat mich gefragt, ob wir zusammen in Nether gehen können. Und ich habe gedacht, ja, wieso nicht, ne? Gehen wir halt einfach rein. Weil, wieso nicht? Ja, so. Wein habe ich. Stößchen. Grappling Hook habe ich. Genau, unsere Alarmanlage ist tatsächlich irgendwie kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab tatsächlich versucht, es zu reparieren. Lieber Kili, wenn du das siehst. Nein, ich habe nichts dran gemacht. Natürlich habe ich was dran gemacht. Hallo, sonst würde ich ja nicht Hassan heißen. So. Genau. Jetzt haben wir genau das Problem. Der Alarm geht nur hier hinten los. Ich meine, ja, ist gut. Aber es ist nicht das, was wir wollen. Es ist nicht das, wonach wir gesucht haben. Denn hier geht der Alarm irgendwie nicht mehr an. Und ich verstehe auch gar nicht, warum. Aber ja, ich werde Kili nochmal fragen, ob er sich das mal angucken kann. Währenddessen gehe ich drauf. I guess. Ich mache hier einmal kurz einen Jump'n'Run. Never mind. Hallo, ich würde hier einfach gerne... Ich würde da einfach gerne drauf. Ja, gut. Wenn mich das Spiel da nicht drauf lassen möchte, dann okay. Kann ich machen, wenn ich wieder da bin. Der Stream-Sniper, nein, Spaß. Nein, Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Hallöchen, Antonia. Hallöchen, Amelie. Und meine Blogs, kommst du noch online oder bist du raus?
meine Tees raus. Wartet kurz. Mir hat gerade wer was geschrieben. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Nein, das war definitiv nicht der Discord-Tab, den ich offen habe. Nein, das ist Musik. Ah, interessant. Verbrennt. Ah. Elias. Ah. Nee, es gefällt mir nicht. Oh, Gott sei Dank. Nichts mit Copyright. Nein, das ist was. Ah, mein Gott. Hilfe. Wieso weiß ich nicht, wie der Discord-Tab aussieht? Bin ich eigentlich besser eingeschränkt oder so? Ah, mein Gott. Copyright. Hilfe. Ich kann nicht mehr. Zu viel Copyright. Zu viel Copyright. Ah, so. Hallöchen, iCrimex, bester Mann. Hallo. Hallöchen. Wie geht's euch? Hallöchen, der Gap. Ey, du, was? Du, ich brauche immer noch Hilfe und du haust einfach ab, hä? Ich habe mit meiner Mom telefoniert und ich habe gedacht, du hast es hingekriegt und dann bin ich live gegangen. Hey, Hallöchen, Gio Travi. Hallöchen, wie geht's dir? Oder hat gerade deine SMG geschrieben? Währenddessen ich natürlich nicht geguckt habe. Was machst du so? Okay. Okay. Okay, Daycave. Okay, Daycave. Wir helfen dir jetzt. So. Erstmal tyrannisieren hier mit diesem wunderschönen Discord-Klang. Dün, 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 dün. Hallo. Hi. Hi. So, wie kann ich dir noch helfen? Mit der IP, richtig? Nee. Weiß ich. Muss ich noch eingeben. Aber auf welcher, wie soll ich das mit der Version machen? Ach so, das steht im Discord-Server. Das steht im Minecraft Podia-Server. Das ist in der Mod-Liste. Weiß, aber ich verstehe das immer noch nicht. Kannst du mir mal zeigen, wie das aussieht? Hä? Also, kannst du kurz eine Screenaufnahme machen? Ich kann dir sagen, ich zeig nichts. Alles gut. Was? Von dem, wo du Hilfe brauchst. Launcher. Was? Vom Launcher? Ja. Ach so, dann gehst du oben auf Installation. Ah, Kopfhörer. Im Weg. Mann, ey. Ah. Gehst du auf Installation, ja. Dann gehst du auf neue Installation. Dann gehst du auf Version. Genau. Und dann steht da Release Fabric. Glaube ich. Ja, doch, das ist das. Muss mal ausprobieren. Probier mal aus. Drück drauf. Erstellen. Das ist das Richtige. Sieht nicht so aus. Wo ist das hin? Listed Release. Das ist unten der Block da, aber das ist so ein Ausrufzeichen. Das sieht irgendwie nicht so aus wie bei mir. Ist schon mal bei mir so. Ja? Warte, nein. Oh, nee, Phantoms. Irgendwas. Och, nee. Och, geht weg. Oh, nee, nö. Nee. Was ist los? Nee, hier sind Monster in der Nähe. Ja, ich versuch's mal. Genau. Und wenn dann... Ah, ich weiß ja nicht, ne? Hast du schon öfter mit Fabric experimentiert? Ja, aber nur mit einer Mod. Okay, gut. So, oh mein Gott, Leute, hört auf, so viel reinzuschreiben. Ich komme gar nicht mehr hinterher. So. Du hast nichts gesagt. Hallöchen, Puppüchen. Hallöchen. Lia, ich habe mich jetzt extra gestimmt für dich, Dave. Amelie hat geschrieben, noch einen schönen Live. Ah, okay, du gehst jetzt schon offline. Dann gute Nacht dir. VIP. Über was redest du denn? Über was? Ich helfe gerade einer Freundin, in den Server reinzukommen. Wegen den Mods und so. Das sind ein paar viele. Man hat mich nur gefragt, mit wem ich rede und warum ich mit dir rede. Wie sich das anhört, warum ich mit dir rede. Warum du mit mir redest, ich habe auch keine Ahnung. Jetzt los, bitte, was? Damit, Nord, was? Hä? What? Jetzt los, bitte. Ich hab's nicht verstanden, das musst du mir nochmal... Achso, soll ich dir VIP geben? Nee. Einfach so, nee. So. Okay, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt das erste Mal in den Nether. Oder nein! Ich muss mit Joel in den Nether, weil er mich eingeladen hat, sonst ist das unhöflich. Ach man. Joel. Ich weiß, es ist wirklich etwas sehr Besonderes, dass wir heute tatsächlich alle in den Nether dürfen. Aber warum jetzt?
Warum yeah in der Sprache? I'm just joking. Okay, leave me. Das genau. Sieht nicht aus, als ob es bei mir funktioniert hat. Da musst du... Warte mal. Ich gehe mal in meinen Lounge, okay? Warte, Fabric. Fabric war's, ne? Warte, Fabric Loader. Warum hast du mich auch einfach verlassen und hast einfach angefangen zu streamen? Wir hätten das offline machen sollen. Alles gut. Es ist kein Money. Problem. Leute, ich bin gleich wieder da. The mods are out of date. Santa Rose World Map, would you like to update them? Update the mod pages? No. Hab ich. Warte. Aber bei mir steht nicht dran, dass ich bei mir steht nicht dran, dass ich Mods installiert habe. Warte mal, wo ist die Scheiß-Serveradresse? Ich habe keine Ahnung mehr, wo die ist. Ja, nee, meine ich. Ich weiß, wie das funktioniert. Und wenn, dann stumme ich mich kurz. Okay, guys, I'm back in the business. Hello there. Hab nichts geleakt, Gott sei Dank. Das verstehe ich aber auch nicht. Also Desktop-Audio habe ich ausgemacht, aber man hört sie trotzdem. Oh mein Gott! Hilfe! Kann man nicht mal in Ruhe Minecraft spielen, ohne von einem Blitz erschreckt zu werden? Was soll das? Oh mein Gott, ich hasse mein Leben. Nee. Ah, okay, Leute. Also. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Also, ihr versteht, glaube ich, gerade mein Problem. Und zwar. Warte so. Hallöchen an jeden, der gerade da ist. So, Leute, ihr versteht mein Problem, glaube ich, gerade nicht. Hast du das wirklich richtig gemacht? Ja, habe ich. Muss man die Punkte da mitmachen? Ja, muss man. Oh, ich habe eins falsch gemacht. Oh. Perfekt. Oh. Und zwar, Leute, ich muss jetzt hier die ganze Zeit auf Stream fängt gleich andrücken, weil man mich sonst Stream sniped und weiß, wo ich bin. Und das ist richtig kacke. Heißt, ich muss extrem vorsichtig sein. Und wenn ich mich einmal verfahre, öffne ich einfach so schnell die Map, ne? Und realisiere, dass ich die Map aber nicht öffnen darf und dann ich raste mal aus. Ich so, oh, was? Warte, hä? Okay, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Map gucken. Und das ist scheiße. Hauptsache, ich hätte jetzt fast das ganze Gameplay mit der Map aufgehabt. Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Oh, was passiert hier? Hat's funktioniert? Ja! Du bist drinne. Sorry. Oh mein Gott. Hallo, Noobshänger. Herzlich willkommen im Stream. Oh mein Gott. Es ist dunkel. Ja, es ist dunkel, es regnet und alles ist scheiße. Heute ist der erste Tag. Mein. Als hätte ich nicht gewusst, als dass du gerade versuchst zu joinen oder so. Ja. Leck. Man sieht das Spiel gar nicht. Leck, ach so, Noobsfanger, es ist so, dass ich tatsächlich das jetzt umändern werde. Also ich öffne die Karte und dann werde ich aber davor ein Bild machen, damit das keiner sieht. Ja, hi. Ja, man hört dich unten links. Also sieht man das dann. Warum hast du dich jetzt gestummt? Ach, sie hat sich gestummt. Ich lieb's.
Okay. Oh, scheiß, fuck. Mein... Oh, sorry. Ich wünsche auch ein herzliches Willkommen. Ach, danke schön. Das ist aber nett. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ah, mein Gott. Okay, Joel will mit mir reden. Es sind, also ich zähle mal auf, wie viele Gegner hier sind. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner auf dem Server. Wie gut ist das denn? Joel sagt, du stinkst, wow, okay. Okay, ich ändere den Kurs. Sag ihm, dass ich den Kurs ändere. Sag ihm, dass ich den Kurs ändere. Nee, dann geh, dann, nö. Er stinkt auch und ich gehe zurück. Er stinkt auch und ich gehe zurück. So, fertig. Wo ist, Dings? Ja, weiß nicht, wo Dings ist. Ich mag es nur, Menschen zu mobben. So, dann fahren wir einfach mal weiter. I'm on my way. I'm on my way. Da 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 da. I'm on my way. I'm on my way. Da 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 da. Herzlich willkommen. Nein, war Spaß, hat er nicht gesagt. Ah, okay. Ja, okay, okay, gut. Herzliches Welcome to the party. Sorry. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt machen musste, aber es musste sein. Es musste sein. Können wir darüber reden, dass ich einfach hier die ganze Zeit nur Boot fahre? Ja, das ist aus meinem Leben geworden. Was denkst du? Das ist tatsächlich eine Textstelle von Gumball. Ich weiß zwar nicht, wie der Rest heißt. Gumball Streamballs oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, lass sie weg. No. Warum hat sie verlassen? Fertig? Ja. Ah, ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Voice Chat bei mir funktioniert. Tut es. Du musst mal auf H drücken. Und dann steht da Invisible oder Visible. Warte mal. Ja, ich muss erstmal. Warte, ich will erstmal auf einer eigenen Welt spielen. So. Ich muss mir kurz eine Singleplayer-Welt machen und das alles ein bisschen. Alles gut. Ausprobieren hier. Alles gut. Bevor ich in den Server reinkomme. Ah. Und wie geht's bei deinem Stream so voran? Sag mal, hast du irgendwie gesagt, dass ich bei Josie und so in einem Team bin? Was? Was habe ich gesagt? Hast du gesagt, dass ich im Team bin? Dass ich bei Josie und irgendwelchen anderen Leuten in einem Team bin? Nein. Sie so gerade, ich bin so reingekommen, sie so, Dick, hey, du bist bei mir und ein paar anderen Leuten und du müsst Santi und so töten. Und ich so, wer hat das gesagt? Und sie so, Santi? Was? Ihr müsst mich umbringen, oder wie? Hat sie gerade gesagt, dass ich bei der in einem Team bin? Bitch, ich bin immer... Oha! Oha! Warum denn? Was habe ich dir angetan? Dass du jetzt so zu mir bist? Deckel? Hallo? Ah, du leckst. Ich bin nochmal rein und wieder rausgegangen, damit man dich vielleicht besser hört. Nein! Hm? Ich bin neutral. Ich bin neutral. Ach, diese Neutrons. Ich bin auch neutral, hallo? Ich werde nur überall gesucht. Keine Ahnung, weil ich ein Freiläufer bin. Dir wird es genauso ergehen. Ich mag keine Teams. Nee, die wird es wirklich genauso ergehen. Joel meint eigentlich, dass die Freiläufer ein Problem sind und du wärst dann eigentlich ein Freiläufer. Ey, yo, was mit meinem... Yo. Ich bin auch ein Freiläufer. Was mit dem... Yo, was mit meiner Tastatur los? Aber warum muss man mich umbringen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auch einfach so... Keine Ahnung, Freiläufer machen, was auch immer die da sagen. Mal sehen, was passiert.
Ja. Jo, was ist mein Settings? Weiß ich nicht. Das musst du selber wissen. Man hat was? Man hat was? Man hat man was? Hä? Die Julia? Was? Also, ich bin ganz ehrlich, es ist ziemlich komisch, dass die Leute, die in einem Team sind, immer zur selben Zeit lieben. Ich verstehe es nicht. Nein. Nee, ich verstehe es echt nicht. Ja, ich meine, Antiquid und sein Team will sein Schwert wahrscheinlich zurückhaben, aber. Nein! Werde als Gamer bezeichnet. Okay, der ist mir egal. Es dient nur zum Schutz der anderen. Ah. Ja. Ja, Leute, ich gucke gerade wieder auf die Map. Boah, den Weg, den ich habe, der ist so lang. Kann mal irgendwer zu Joel gehen und sagen, dass ich auf dem Weg bin, weil ich will jetzt ungern anhalten und ja. I don't know. Hab irgendwie nicht so Lust zu. Boah, die Sounds sind so laut, ne? Das regt mich richtig auf. Oh mein Gott. By the way, wenn du auf den Server kommst, dann kann dir jemand helfen. Also kann dir jemand versuchen zu helfen mit dem Voice Chat. Keine Sorge, der ist nett. Er ist gerade am Spawn. Ich habe gerade hier meine. Warte, ich muss das hier erstmal alles einstellen. Ich bin gerade. Okay, aber du, ich muss leider aus dem Call raus, weil das eigentlich verboten ist. Ja, ich wollte mir Hilfe haben. Ich Okay. weiß, ich will dir ja auch helfen, ne? Aber ich darf nicht. Es Ja, ist so ich sad. bin ja noch nicht im Projekt drin. Ich muss hier erstmal hier die Settings hinkriegen. Okay. Okay. Bye Bye bye. bye. Ich liebe das, dass sie dafür so ein Verständnis hat. Das sage ich ganz ehrlich, ich liebe das. Es ist nicht so, ja, warum denn nicht? Nein, sie sagt einfach, ja, okay, ich weiß. Und dann geht sie auch. Cute. Okay. Leute, ich muss nochmal auf die Map gucken. Bevor ich hier die Orientierung verliere. Kann mal irgendwer Joel Bescheid sagen, dass ich auf dem Weg bin? Bitte. Weil. Ja. Ist halt blöd, ne? Seht ihr überhaupt das Gameplay? Ja, ihr seht das Gameplay. Es tut mir so leid, dass es so oft stoppen muss. Aber ich kenne die Map auch nicht in- und auswendig, sage ich ganz ehrlich. Mich dürstet es. Ach Mann. Wartet Leute, ich muss wieder auf die Map gucken. Oh mein Gott, ich habe meine Minecraft-Musik vergessen. Hey, was ist hier los? Hallo? Das muss mir doch jemand sagen. Okay. Zack. Ein Berg. Hui. Warte mal, wie viele Leute sind denn online? Silverflat, Joel, Kili, Dennis. Okay. Nee. Habt ihr das gesehen, wie der da einfach abgegangen ist? Da mache ich doch nicht mit. Das ist Selbstmord. So. Was ist hier? Hä? Verwirrung.
Hallo? Ah, mein Spiel laggt. Hilfe. Was geht denn jetzt ab? Ah. Okay, I got it. Oh mein Gott, die sind umgezogen. Warte mal. Oder? Nee, hä, bruh, what? Wait, hä? I don't get it, I don't get it. Ach so, nee, oh mein Gott, ich hab mich nur vertan. Es tut mir leid, ich hab mich nur vertan. Zack, dann gehen wir mal darüber. So. Oh, was ein Zufall, dass der Deku auf einmal gejoint ist. Was ist denn hier passiert? Ein bisschen Loch. Bruh. Okay. Bruh, was ist hier passiert? Lol. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? What the frick? Der Hebel war da mal. Oh. Der war doch mal hier, oder nicht? Oh, scheiße. Warum haben die TNT-Fallen hingebaut? Scheiße. Oh, nein. What the? What the frick ist hier passiert? Warum haben die TNT? Was? Hä? Bro, was ist hier passiert? Ich weiß, dass sie umziehen wollten, aber ich wusste doch nicht, dass sie hier alles in die Luft sprengen wollten. Was ist hier passiert? I mean, ja, ich meine, das Volk und ich, wir verstehen uns nicht so, ne? Aber... What? Warum? Warum sprengen die hier denn alles? Aber das Gefängnis funktioniert noch mit der Eisentür hier. Hier. Finde ich funny. Yo! Alter Schwede! Was ist hier passiert? Okay. I guess we're going to ignore that, I guess. Warte mal, was? Man kann Bambus hochklettern? Sah nur gerade so aus. Nee, kann man doch nicht. Okay, okay. I mean, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich meine, ich wurde fast umgebracht von einer TNT-Falle. Aber okay. Haben die das mit Absicht gemacht? Okay. Ich glaube, man muss es nicht verstehen. Oh, scheiße. Ich glaube, man muss das nicht. Man muss. Wer baut TNT-Fallen in seiner eigenen Base, frage ich mich. Ja, okay, die wollten uns. Obwohl, doch, das macht Sinn, falls noch irgendwer da hingehen wollte, so wie ich zum Beispiel. Oh mein Gott. Fabiano Kiesner hat geschrieben: Hi, kann man mitmachen? Nein, leider kann man nicht mitmachen. Das ist ein Mod-Projekt mit mehreren YouTubern und wir nehmen leider keine Quereinsteiger ein. Du kannst. Es ist aber nett, dass du gefragt hast. Kann man machen. Ja. Genau. Aber nee, jetzt mal im Ernst, wer ist bitte so bekloppt und baut TNT-Fallen in seiner eigenen Base? Okay, ja, sie hat funktioniert, muss sie ja zugeben. Aber wieso? Wieso ist die Frage?
Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich zu weit rausscroll. Okay, da ist Strael. Okay, gut. Ja, aber wer macht... Könnt ihr mir erklären, wer TNT-Fallen in seiner eigenen Base baut? Es wäre ganz nett, wenn mir das jemand erklären könnte. Keine Antwort? Okay. Sehe ich genauso. Sehe ich genau so. Oh, Mann. Ein bisschen Hirn verbrannt, aber weiß nicht, irgendwie auch schlau. Keiner, ich weiß nicht, was sie damit bezwicken wollten. Vielleicht ist diese, ist, vielleicht soll das jetzt zu einer Ruine werden. Und irgendwie kein Plan. Ich versuche mir das nur gerade zu erklären, Leute. Warum laden hier die Chunks nicht? Hallo. Dankeschön. Als wäre ich so richtig toxisch. Warum laden hier die Chunks nicht? Hä, warum geht das nicht kaputt? Einfach ein unzerstörbares Boot. Ich sag's euch. Wie weit muss ich reisen? Ich, ja, oder was? Das könnte halt auch ich sein. Ich mache auf immer Stolperfallen in mein Zimmer, damit da niemand reingeht. Haha. Ja, okay. Ja, aber ich meine komplette TNT-Fallen, die deine ganze Base in die Luft sprengen könnten. So, you know? I don't get it. Ist eine Kuh. Tiere. Woran gibt es euch denn? Ja, nee, jetzt müsst ihr sterben. Ja. Ist aber blöd gelaufen. Mensch. Och, Mensch. Hoppla. Mensch, da sind gerade... Ja, okay, ja, TNT schon übertrieben. Ja, aber wie kommt man darauf? TNT-Fallen in seine Base zu bauen. Das macht doch gar keinen Sinn. Egal. Ach, mein... Nein, hier landen Chunks wieder nicht. Ich will nicht an Fallschaden sterben. So wie beim letzten Mal. Also nicht beim letzten Mal, sondern durch Chunkfehler bin ich einmal gestorben. Ich bin einfach gefallen. Dachte so, okay, ich falle halt die ganze Zeit, ne? Wird ja nichts passieren. Auf einmal, ich war tot. Ich dachte so, okay. War da eine Schlucht oder so? Nee, es war einfach ganz glatter Boden. Ich bin gestorben. Warum? Weil Chunkfehler. Ist. Und im Endeffekt stand da, ich bin von. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich bin gerade verwirrt. Und im Endeffekt stand da sowas wie: Ja, er ist von. Einer Höhe von gesprungen und dann ist er gestorben. Nee, warte, wie nennt man das? Wie steht das denn da, wenn man von Höhe stirbt? Ist an Fallschaden gestorben? Nee, sagt man ja nicht. Das sagen wir Spieler, aber das sagt ja der Bericht von Minecraft nicht. Minecraft hat das Spiel verlassen. Perfekt. Boah, wo muss ich denn überall lang, Mann? Ich gehe durch Himmel und Hölle nur, um Joel zu sehen, oder was? Was ist hier los? Oh, das, hä? Lol, da ist eine Crafting Bench. Ah. Never mind. Warum denn? I don't get it. Leute, wie geht's euch denn so?
Oh, sie hat schon wieder verlassen. Was ist denn da los? Boah. Wenn ich jetzt irgendwie, warte mal. Wenn ich jetzt nach da gehen würde. Mach ein bisschen so. Okay. Ha, doch nicht mehr so unzerstörbar. Mir geht es scheiße und dir so, Eva, mir geht's okay. Danke der Nachfrage, I guess. Wieso geht's dir denn, Kacke? Ich überhaupt nachfragen darf. Dieser Kaktus, warum ist denn Pfeil? Okay, müssen wir wohl so hinnehmen. Interessant. Warum sneak ich? Dankeschön. Oh mein Gott. Erschreckt mich auch bei jedem Kack. Hier vorne war irgendwo eine Schlucht, da bin ich mal gestorben. Deswegen sollte ich aufpassen. Wo bin ich jetzt? Boah, das ist noch nicht mal in der Nähe. Alter. Okay, doch, es ist schon mal näher dran, ne? Aber, ja. Muss ich da nicht zu sagen. Seht ihr ja selber. Zack. Zack. Yay! Okay, Leute, wir gehen jetzt dahin. Joel, ich komme! Joel! Lass ihn alles an. Joel, ich komme! Er ist alleine tatsächlich. Joel. Ich komme ihn. Aber ich leih mir ein paar Materialien von da aus, ne? Nicht wundern, dass da ein bisschen was weg ist. Ja, ich leih es mir wirklich nur aus. Ja, ich gebe es. Nein, ich gebe es auch nicht zurück. Unser Kühlschrank ist kaputt gegangen. Mein Vater meinte gerade so, dass wir die Tage bei meiner Oma in der Wohnung bleiben müssen, weil meine Eltern das Essen jetzt dahin bringen. Ah, okay, lol. Also, euer Kühlschrank ist kaputt. Oh, Leben ist kaputt. Oh Gott. Antonia, wie überlebst du es denn da? Hallo? Muss doch was essen. Antonia. Nein. Okay. Dann sollten wir doch auch gleich da sein. Das sollte doch eigentlich direkt hier um die Ecke sein. Ach so, ja, du bist direkt vor mir. Mensch, ich habe nie gemeckert. Nie gemeckert. Hoppa, oh, scheiße. Hoppa, oh, scheiße. Hoppa, oh, yay. Ich hab's geschafft, nie dran gezweifelt. Ich doch nicht. Hey Leute, wir haben ja jetzt Wochenende. Zieht euch da schon mal rein. Okay, da springe ich nicht runter, da bin ich auch mal gestorben. Joelli, ich komme! Joel! Aua! Schon wieder falsch anbekommen, was ist das? Ja, Ernte, ne? Ich habe diesmal keinen Auftrag von Antiquid bekommen, ne? Jetzt müssen wir nichts kaputt machen, tatsächlich. So, Joel, ich leih mir jetzt mal kurz Sachen aus von dir, ne? Ich weiß, du bekommst davon nichts mit, ne? Aber trotzdem, ich leih mir das jetzt mal kurz aus. Spawn Point. Nehme ich mir mal hier den Banner. So, haben die denn Seile? Haben die Seile? Hallo? Hallo, Honey. Haben die Seile? Das wäre ganz interessant, wenn die Seile hätten. Ne, die haben keine Seile. Aber hier, ach, Eisen. Sehr gutes Zeichen. 1, 2, 3. Ja, meine Eltern bringen das Essen, was in unserem Kühlschrank war. In den Kühlschrank meiner. Ah, okay. Battle Axe. Echt keine Seile. Sind die so arm dran? Ich hab gedacht, die wären verbündet mit den anderen, mit John und so. Die haben doch genug Cobwebs. Bruh. Nein, ich mach nur Spaß. An alle, die das gerade sehen von John's Team, ich mach nur Spaß. So.
Moin, Hallöchen Dennis! Herzlich willkommen zurück! Nach einer langen Zeit tatsächlich. Oh, sie ist schon in der Steinzeit. Ich schreibe mal Joel, dass ich da bin. SMG. Bin da. Seile wären echt praktisch. Ah, als ob die keine Seile haben. Wir haben da ja noch ein bisschen. Wir haben da noch ein paar Banner. Die nehme ich doch mit. Ach, süß. Ehrlich, die haben kein. Das glaube ich denen nicht. Ich kaufe den nicht ab, dass sie keine Seile haben. Ach, hier ist Joel drin. Okay. Gehen wir da mal gleich zusammen rein, I guess. Wo war denn hier nochmal die Mine? Die Mine war ja nicht hier. Die war woanders. Da hat Thomas oder so. Oder hieß der Thomas? Da hat irgend so ein Thomas immer gefarmt. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Ich geh mal in den F5-Modus, vielleicht finde ich es dann besser. Ich glaube, das sieht mir ein bisschen nach einer Mine aus. Oder ist das Bennets Haus? Ja, das sieht sehr nach Bennets Haus aus. Ach ja. Dann gehen wir nach hier oben. Haben wir hier was gefunden? Nö. Geschenk. Sorry, Bro. Das ist ja ein super Geschenk. Da ist ja noch das Boot. Ach, da ist ja noch das Boot. Stimmt, da können wir mal hin. Hallo. Oh. Au, oh mein Gott. Joel, es tut mir leid. Ich werde das natürlich wieder reparieren. Ich werde das nicht machen. Nur diese. Ist das ein Level 30 Enchanter? Ja, es ist tatsächlich. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Die haben echt keine Seile. Das ist ja unglaublich. Ich wusste, ich hätte noch einen mitnehmen müssen. So. Technischer Fortschritt. Oh, Eisenzeit. Ach, Leute. Guck mal kurz im Discord, ob die da immer noch in dem Talk sind. Ne, sind die tatsächlich nicht mehr. So, sie hat alles hinbekommen. Okay, nie dran gezweifelt. Ey, meine Hände sind so kalt, ne? Leute, ich glaube, ich gehe tatsächlich einfach in das Nether-Portal rein. Obwohl, nee, das sollte ich nicht. Ich sollte nicht da einfach so reingehen. Ich sollte, glaube ich, lieber noch einen Flint mitnehmen. Ich sollte lieber einen Flint ins Tier mitnehmen. Hallo, ich bin noch nicht behämmert. Oh, nee, das wollte ich nicht. Sehe ich als Zwerg behämmert? Ja, tue ich. Mobbt mich nicht. Okay, Samen brauche ich nicht. Haben die hier auch keinen Flint? Hä? Sowas sind doch Grundlagen, die man hier hat. Ich kann das alles nicht. Hä? Okay, Leute. Jetzt erzählt mir mal. Wer hat bitteschön keinen Flint? Wer hat keinen Flint im Haus? Kenne ich niemanden. Niemanden. Jeder hat immer irgendwo Flint dabei. Ich glaube, ich weiß, wo ich da. Ach, hier sind ja auch noch Kisten. Warte, das ist meine letzte Hoffnung. Ich glaube, hier habe ich sogar schon geguckt. Warte, ich nehme mal die Pfeile mit, weil mich dieser 61 da getriggert hat. Nein. Hier ist hier ein Flint. Nein, hier ist da. Da ist kein Flint drin. Hier ist noch. Hier ist noch eine Kiste. Bitte, 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 bitte. Das ist die Kiste von Bennett. Bennett, enttäuscht mich nicht. Gunpowder, Äpfel. Was seid ihr alles für Veganer, Alter? Was habt ihr? Ach, Leute. Ach, Leute. Louis hat geschrieben, kann man mitspielen und worauf spielst du? Ich spiele auf Laptop Java Edition und das ist ein Mod-Projekt, wo wir leider keine Quereinsteiger mit einnehmen. Aber
Danke der Nachfrage. Meine Hände sind warm. Oh, meine Hände sind arschkalt. Santi, ich bin dann auch gleich bei euch. Silverfla, ich habe das Gefühl, dass du eine Verräterin bist. Wieso kommst du zu uns? Irgendwo in meiner Chest ist Flint. Ohne in der Nähe von Joel. Ah, okay, kannst du mir mal sagen, das bist du! Oh mein Gott! Wie cute, oh mein Gott, wie cute! Ich weiß noch, wo du hier gegen die Endermänner gekämpft hast. Das war richtig süß. Und ich so, hallo Dennis! Und du so, hör, woher kommt das? Ich so, hi! Und du bist voll rumgesprungen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt das bedeutet, dass du mich hast oder so, aber... Hallo, Hallöchen, Lara Pranger! Hallo! Wieso habe ich das Gefühl, dass ich dich kenne? Nein, Lara kenne ich nicht. Nein, Laura. Aber die heißt nicht Pranger. Nein! Digga, denkst du ehrlich, dass ich und meine Blocks da alleine bleiben? Ich denke, dass du mich verrätst, Madame. What the? Madame, ich habe das Gefühl, du verrätst mich. Warum hat er jetzt das Spiel verlassen? Wahrscheinlich wegen Lags, oder? Dennis, kannst du mir mal die Koordinaten reinschicken? Dann kann ich mir mal ganz schnell den Flint holen. Das wäre ganz lieb. Ich brauche das wirklich. Hat er jetzt das Spiel verlassen oder betreten, ey? Was ist das da? Das ist eine Plattform. Das ist eine Plattform. Perfekt, suche schon seit 3 Stunden Leute, wo ich mitspielen kann und habe keinen gefunden. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ich hatte vorhin auch einen, der wollte mitspielen, aber ich konnte ihn leider nicht mit reinlassen, weil das ein Projekt ist und das ist halt eben schon längere Monate geplant und da konnten wir jetzt leider keine Quereinsteiger mit hineinnehmen. Tut mir leid. Aber das ist auch kein Projekt, wo man einfach mal kurz reingeht und dann wieder weg. Nee? So. Er hat das Spiel betreten. Er hat das Spiel verlassen. Bin nicht mehr on. Ach, Manu, oh, schade. Darfst du nicht mehr? Aber es ist doch Wochenende. Vielleicht bekomme ich ja hier einen Flint raus oder so. Wäre ganz gut. Ah. I don't like it. Oh, sorry, das wollte ich gar nicht. Ups. Sorry. Wollte ich nicht. Warum entschuldige ich mich dafür? Egal. So, dann tun wir jetzt nach Flint farmen. Als ob die anderen einfach keinen Flint haben, das regt mich so auf. Geh mal zu deren Base, also von Joel. Ja, kann ich machen, warte. Ich nehme mir noch meinen Keys und dann gehe ich wieder. Warte mal, ich nehme nochmal meine Werkbank hier mit. Jo, jetzt bin ich voll equipped. So. Oh, nein. Du bist aber sympathisch, also bin dann weg und such weiter. Okay, viel Spaß und ich hoffe, dass du jemanden bei deiner Suche findest. Ganz gerne Follow da lassen. Es gibt auch noch Projekte, wo andere mitmachen dürfen. Zwinker. Ich sag, dass wir ja das nicht sehen können. Irgendwo der zweiter Wassersteg dort ist dann weg zu meinem Haus. Oh, okay. Zweiter Wassersteg. Hab Englisch gelernt mit meinem Bruder. Ah, oh, okay. Und wie war's? Ich hoffe, es war gut. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wenn nicht, hoffe ich, dass du den Spaß am Lernen findest. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Macarena. Ah, okay. Dankeschön. Danke, Dennis. Vielen Dank. Vielen Dank. Hab Plus und Like weggemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Louis. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber danke, dass du da warst. Gut. Ah, das freut mich. Oh mein Gott, da wäre ich fast reingefallen. Soll ich einfach irgendwelche Traps hinbauen? Das ist Strat. Egal. Ja, ich gucke mir immer die Sachen an, deswegen wundere dich nicht. Oh, yo. Wind in Stil. Ich brauche einen Stock. Danke.
Tut mir leid, wenn ich den Stock zurücklegen soll, dann sag einfach Bescheid. Was ist Joel jetzt drin? Ja, Joel ist drin. Wo bist du? Okay. Achso, ja, warte. War da. Jetzt komme ich wieder. Ah, da, ich hab's gefunden. Oh mein Gott, danke schön. Vielen, vielen tausend Dank. Dankeschön. Schön, Dennis. Aber ich brauche noch ein Eisen, warte mal. Ich bräuchte ein Eisen. Lass mir ein Eisen nehmen. Wenn ich was zurücklegen soll, dann sag einfach Bescheid. Ich mach's dann. Hoppa. Ah, Joel! Joel! Der nach mir sucht. Er huntet. Joel! Joel! Hi! Hi! Ich höre dich nicht mehr. Du bist weit weg. Er huntet. Hallo! Oh, jetzt bist du aber ganz schön in der Nähe. Ja, ich weiß. Hallo! Hi. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ey, mir geht's auch extrem gut. Ja, ich merke das. Hust, hust. Ist deine Rüstung verzaubert? Nee. Ja, okay. Ja. Guten Durst dir. Ja, danke, ne? Ich das höre. Warte mal. Echt, ist das so? Ja, das höre ich tatsächlich sehr laut. Ich muss mal ein bisschen weiter weg von meinem Mic, sonst hörst du mich so übersteigt in deinem Stream und das will ich ja nicht. Du bist auch live, oder? Ja, ich bin auch live. Warte mal, ich mach mal ganz kurz was. Warte mal. Ja. 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 Was war? Wie bitte? Was war? Ach so, warum du herkommen solltest. Mhm. Ja. Pass auf. Ja. Erst einmal, ich könnte dich natürlich jetzt erstmal direkt, also rein theoretisch könnte ich dich jetzt einmal zur Rechenschaft ziehen und sagen, also und dir extrem viel vorwerfen, weißt du? Mhm. So Sachen wie Ernte zerstört, mhm. Palisade abgefackelt, mhm. Verschmutzung mit dem Banner der Solidarinaren, mhm. Ja, und bestimmt noch viel mehr. Ja. Ja. Ah ja, töten unschuldiger Tiere. Ja. Zerstören von einem Bücher Artefakt. Nein, das muss man besser formulieren. Ah. Ein Requisit. Genau. Okay. Gesundheit. Ich will was für Gesundheit. Das sage ich immer, wenn jemand rülpst. Okay. Oh Mann. Und ja. Aber soll ich was sagen? Hm? Schwamm drüber, okay? Schwamm drüber. Ich habe gerade was ganz Falsches verstanden. Ja. Ja, und echt? Genau. Du hast die Möglichkeit, alles wieder gut zu machen. Die Möglichkeit? Du bleibst Freiläufer, du schließt dich nicht unserer Fraktion an. Mhm. Du kannst allerdings ausspähen, spionieren und sonstiges. Sollte ich irgendwie mitbekommen, dass du aus der Reihe tanzt und nicht mehr also auf einmal, ja, keine Ahnung, mich hintergehst, mich beklaust, mir schadest oder sonstiges, dann ja, also ist ein sehr großzügiges Angebot von mir jetzt einfach zu sagen, okay, ist egal, Tiere sind tot, Palisade musste ich neu aufbauen, ja. Bücher musste ich neu farmen und so weiter und so fort. Mhm. Pflanzen musste ich neu anpflanzen, okay, ist okay. Und ich gebe dir jetzt eine zweite Chance. Die bekommst du, glaube ich, bei keiner anderen Fraktion. Und wie ich gehört habe, bist du momentan nicht gerade beliebt. Ja, nee, eigentlich nicht. War mir schon klar, bei dem Gesicht. Okay. Nein, Spaß.
I'm just joking. Ja, auf jeden Fall. Genau, warst du schon in der Hölle? In der Hölle? Ja. Nee, war ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich habe darauf gewartet, dass wir zusammen reingehen. Ich war tatsächlich jetzt schon drin, aber habe noch nichts weiter gemacht. Ich war nur die ganze Zeit Strip Mine und habe auch schon. Ja, ne? Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Aber nee, okay, warte mal. Lass uns doch erstmal hinsetzen. Wie wär's denn, wenn wir uns als erstes austauschen? Hinsetzen, sagst du. Mhm. Okay, warte. Moment. Wie craftet man das? Chair, sagt man Chair? Chair heißt das. Chair heißt das auf Englisch. Oh Mann, wie craftet man das? Digga, das ist aufwendig. Ah, das ist einfacher. Okay, hattet ihr nicht Stühle irgendwo? Ich meine, ich kenne auch eure Kissen mittlerweile in- und auswendig. Nein, wir haben keine Stühle. Hallo, geh aus den Kissen raus. Aus denen gehst du bitte raus. Das ist Privatsphäre. Okay. Okay. Zwei, drei, vier. Ich habe Stöcke gehabt. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich würde dich bitten, keine Kisten durchzugehen. Egal welche, okay? Okay. Ich habe Stühle gefunden. Mir egal, ich habe jetzt welche gecraftet. Ich habe 8 Stück. Okay, gut, dann. Ja, dann platziert irgendwo. Komm, wir setzen uns. Wir setzen uns aber nicht hier hin, wir setzen uns. Mir egal, wo wir sitzen. Ja, mir nicht egal. Wir müssen schon cool sitzen. Kommt ach, runter. Auf dem Gewächshaus. Ja, hab ich auch gerade kurz gesagt. nein, pass auf. Komm mit. Wir setzen uns auf das Gewächshaus hier. Okay. Warum sind hier Löcher drin? Das ist nicht cool. Warum sind hier Löcher drin? Diesmal weiß nicht. Okay. Ich nehme das Schild aus der Hand. Sieht schöner aus. Okay. Ja. Look at me, küsse meine Füße. Orisa, küsse meine Füße. warte mal. Ah, ich nehme mein Schild auch mal ab. Okay. Warte mal, was hast du da für ein Schild? Mach das Schild nochmal dran. Warte, wo ist mein Schild? Right. Ach da, hier, Freiläufer. Achso, okay, gar keinen. Ich hab keinen Banner. Ich dachte schon, du hast irgendeinen Banner drauf. Okay, also, wir tauschen uns aus. Mhm. Was weißt du? Was willst du wissen? Okay, was weißt du zum Beispiel über die Lunaren? Was machen die Lunaren derzeit? Einige Dinge. Viele sogar. Einige Dinge? Jetzt sag mir, wo wohnen die? Die sind umgezogen. Ja, das habe ich bereits gehört. Das hat sich rumgesprochen. Okay. Aber wohin sind die gezogen? Was gibst du mir für die Antwort? Hallo, du für bist eine jetzt, ehrliche Antwort. Wir sind jetzt kein... Hä? Hast du unseren Deal nicht verstanden? Ich habe noch nicht ja gesagt. Wir sind ab jetzt Verbündete. Du bist mein Spion. Du bist mein Freiläufer. Dein Freiläufer. Okay, dieser Begriff Freiläufer macht nicht so viel Sinn im Zusammenhang mit mein, aber du kannst tun und lassen, was du willst. Du schadest mir nicht mehr. Handelst aber nach meinem Interesse. In Absprache mit mir, sozusagen. Also im Sinne von, wir können uns regelmäßig beraten. So, ich entscheide jetzt nicht über dein komplettes Tun und deine kompletten Taten. Mhm. Du kannst tun lassen, was du willst, solange du meine Fraktion in Ruhe lässt, in erster Linie. Mhm. Und auch meine Verbündeten in Ruhe lässt. Meine Verbündeten beispielsweise wären die Barstaner. Die bitte in Ruhe lassen. Genau. Und ja, ich habe gehört, du bist gar nicht mehr so cool mit den Lunaren. Bist du gar nicht? Nee. Was ist denn passiert? Sagen wir so, ihre Pläne haben mir nicht mehr gefallen. Okay, dann kannst du mir mal erzählen, was diese Pläne sind, die dir nicht mehr gefallen.
Ja, er trinkt gerade einen Tintenfisch. Das ist mir egal. Aber ich will wissen, was für Pläne die haben. Oh, ich hab mein Chat in der Hand, sorry. Was für Pläne haben die, die in der Hand? Viele? Welchen willst du hören? Junge, jetzt sag mir bitte einfach nur, was die vorhaben. Beispielsweise. Einfach sag irgendwas. Irgendwas. Die verfolgen genau dasselbe Ziel wie du. Oh mein Gott, ich weiß, worauf das hinausläuft. Und ich habe auch schon den ersten Auftrag für dich. Und ob du es glaubst oder nicht, ich glaube sogar, eventuell würde ich dich sogar bezahlen. Ich will alle Schwerter haben. Ich weiß. Ich will alle Schwerter haben, in meinem Besitz. Aber ganz wichtig, niemand soll wissen, dass die in meinem Besitz sind. Das heißt, das bleibt jetzt ab sofort eine Sache zwischen dir und mir. Nicht einmal meinen Teammitgliedern erzähle ich davon, okay? Gut, es gibt ein Problem. Jeder weiß, dass die verschiedenen Nationen verbündet sind. Also zum Beispiel du mit den, wie heißen die nochmal? Baristaner. Das spielt ja... Die Lunaren wissen, dass du mit den Lunaren. Oh Gott, ich komme mit Baristanern. Verbündet bist. Und sie wissen auch, dass ihr beide ein Schwert habt. Und sie wissen auch, dass ihr beide dasselbe Ziel verfolgt. Heißt, jeder kennt deinen Plan und jeder kennt Antiquids Plan. Pass auf. Ich möchte einfach nur diese Schwerter haben. Ich möchte aber, dass meine Hände sauber bleiben. Ich möchte in Ruhe hier meine Stadt und meine Festung bauen. Ich werde diese Schwerter nicht für Kriege machen, ja? Ich bin der Meinung, diese Schwerter sorgen einfach nur für Kriege. Und deshalb bin ich der Meinung, sie müssen beschlagnahmt werden und in Gewahrsam gelagert werden. Wie wäre es denn, wenn... Oh. Die sind beide verbrannt. Hoppla. Pass auf, diese Schwerter verursachen nichts mehr als Chaos. Verstehst du das? Gebe ich dir recht. Und deshalb müssen wir diese Schwerter beschlagnahmen und an einem sicheren Ort verstauen. Aber es gibt zwei Seiten. Einmal das, was du mir erzählst, und das eine, was du wirklich denkst. Ich verspreche dir, ich werde sie nicht für mein eigenes... Du schmunzelst gerade. Leicht. Du schmunzelst gerade leicht. Hör auf, meinen Stream zu schauen. Nein, das höre ich an deiner Stimmlage. Nein, aber nee, ich meine das wirklich ernst. Ich meine das ernst. Ich gehe sogar so weit und würde sagen, dass ich mein eigenes sogar mit verstauen würde. An einem sicheren Ort, wo niemand hinkommt. Dürfte ich es verstecken? Wow. Hörst du? Das war so klar. Nein. Pass auf. Ich sehe mich momentan. Du darfst aber wissen, wo es ist. Okay. Okay? Aber ich muss dir vertrauen können und du musst mir vertrauen können. Das, okay. Das beruht ab jetzt auf Gegenseitigkeit, okay? Wir müssen einfach nur alle Schwerter in die Hand bekommen und niemand darf wissen, wo diese Schwerter sind. Niemand darf wissen, wer diese Schwerter hat. Wir beide streiten ab, dass wir diese Schwerter haben oder je gesehen haben. Ich sage einfach, meins ist auch weg. So, verstehst du? Weil so wird es keine Kriege mehr geben und so können wir auch in Ruhe bauen, ohne irgendwie einen Krieg zu verursachen. Dürfte ich dich vielleicht fragen, was passieren würde, wenn alle Schwerter zusammenkommen? Ich habe sogar gerade überlegt, dass... Keine Ahnung, was da passiert, aber ich habe gehört, sie sind magisch. Und eben dadurch, dass eben nicht alle an einem Ort versteckt sein sollten, würde ich, glaube ich, alle getrennt verstecken. An unterschiedlichen Orten. Wir besorgen alle 5 Schwerter, versammeln sie erstmal an einem Ort, trinken ein und verstecken die. Und dann trinken wir noch ein. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Problem ist, ich habe mein Schwert, also das Schwert von den
Solinan nicht mehr. Und du hast das Schwert auf Apodia nicht mehr. Ja. So fangen wir quasi wieder bei Null an. Aber das ist kein Problem. Wir schaffen das, okay? Wir schaffen das. Wir wissen, wo die Schwerter sind. Das stimmt. Sword of Apodia. Ich glaube, ich weiß, wie wir vielleicht Hilfe bekommen, dass wir das Sword of Apodia kriegen. Mit Hilfe von Sühne. Der will nämlich auch das Schwert haben, weil es nämlich sein rechtmäßiges Schwert ist. Und ich würde sagen, wir überfallen die einfach. Und dann nehme ich das Schwert und sage, scheiße, ich habe es nicht geschafft. Die haben das noch. Okay. Ja. Und das Schwert von Apodia befindet sich derzeit bei Antiquit. Antiquit, richtig? Das von den Lunaren auch. Das heißt, die haben bereits zwei Schwerter. Ja. Das sind definitiv zwei zu viel. Ja. Dann brauchen wir noch das Schwert der Baristana. Das ist sehr schwierig zu bekommen, eben da diese meinten Verbündeten sind. Deswegen würde ich das erstmal nach ganz hinten schieben. Wir wollen es nicht abgeben. Sie verfolgen dasselbe Ziel wie du und Antiquit. Das ist schwierig. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir machen das hinter den Rücken der Baristana und riskieren damit unsere, ja, wie soll ich sagen, Partnerschaft, unsere Vertrauenswürdigkeit gegenüber den Baristanern, würden wir damit riskieren. Oder aber wir sprechen das mit den Baristanern ab und die sind der gleichen Meinung wie wir. Also das würde zumindest Baristanern wollen mit ihren Schwertern nur Krieg verursachen. Heißt, wenn sie ein Schwert in die Hand kriegen, werden die versuchen, für Krieg zu sorgen. Natürlich bin ich bin in letzter Zeit mit den Baristanern okay. Ich habe mit denen gesprochen, sie sind dann aber misstrauisch geworden. Finde ich okay. Das Problem ist, wenn die Baristaner das Ziel verfolgen, Krieg mit den Schwertern anzufangen, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch mein Schwert haben wollen. Eben. Problem ist, sie sind davon auch leicht davon überzeugt, dass du deren Schwert haben willst. Will ich aber nicht. Also, doch schon, aber nur wenn wir das so. Wir müssen klar sicherstellen, dass wir das gleiche Interesse verfolgen. Oder wir müssen sie dazu stimmen, dass wir alle Schwerter verstecken auf der Karte. Also ich muss sagen, für mich sind das nur Schwerter. Sodass niemand sie jemals findet. Für mich sind das nur Schwerter. Das sind heilige Gegenstände, Santi. Das sind nicht nur Schwerter. Allerdings sind sie erfüllt mit Hass. Und das will ich entfernen und vernichten, so weißt du. Und deswegen brauchen wir beide alle Schwerter erst einmal. Und dann setzen wir beide uns nochmal zusammen und verstecken alle. Klingt das gut? Für mich springt dann aber. Wir müssen aber weiter überlegen. Was wird passieren, wenn wir jedes Schwert haben? Wir haben jedes Schwert. Verstecken es. Sind cool damit. Haben quasi diesen Hass in Anführungsstrichen zerstört. Die Menschen hassen aber nicht durch ein Schwert, sie hassen durch Machtgier. Und das ist in dem Menschen und nicht in dem Schwert. Und nach was gieren die Menschen momentan? Nach dem Schwert, richtig? Nach Reichtum, Wirtschaft, nach dem Schwert. Kommt nicht, der sich so denkt. Was wollt ihr alles? Warum wollt ihr die Schwerter haben? Warum? Das ist nicht nur. Nicht normal? Ist das unnormal? Das was Außergewöhnliches? Das hier ist nicht nur irgendein Schwert, okay? Das ist ein verzaubertes Schwert, tatsächlich. Ja, das ist. Hab ich auch. Aua. Tada! Ein verzaubertes Schwert, nein. So, kommen wir hoch, wir setzen uns wieder hin. Und das ist für euch alle hoch und heilig. Dieses Schwert. Genau dieses eine Schwert.
Das hier ist das Sword of Venturia, mein Lieber. Ja, jetzt warte wurde mal, gehen wir nochmal alle Schwerter durch. Das Sword of Barista haben John Steine. Sorry, es tut mir leid. Es tut dir leid. Ich bin aus Versehen auf dein Pferd kaputt. Ah. Das dulde ich noch. Aber ein allerletztes Mal. Noch ein allerletztes Mal? Okay, dann provozierst. Also, das Sword of Barista haben John, Steinig und Iromax. Das Sword of Lunaria und das Sword of Solina haben Anakid, Green Duck Studio, Deku, KiwiCraft und Ada. Das Sword of... Nein, fuck, wo ist das Sword of Solina? Ich weiß es nicht. Ja, aber das Sword of Apollia, nicht von Solina. Warte mal, zwei Schwerter sind im Besitz von denen, oder eins. Wo ist das Sword of Solina? Das müssen wir wissen. Okay. Der Plan funktioniert nicht, wenn eins fehlt, ein Schwert. Aber wieso denn? Dann haben wir doch schon vier Schwerter versteckt. Solange noch eins existiert, ist niemand hier sicher. Was würde passieren, wenn ich sagen würde, ich habe es Anikud gegeben? Das wäre der größte Fehler, den du je gemacht hättest. Aber sag es, wenn es so ist. Weil wenn du es nicht sagst, kommen wir auch nicht weiter. Ich habe... Leider, nachdem ich zu viel Wein getrunken habe, ist irgendwo hingelegt. Irgendwo? Ja. Du hast es verlegt. Kann man so sagen, ja. Du hast es wohin gelegt und weißt nicht mehr wo. Ja. Das waren 5 zu viel. Aber wieso? Das eine ist doch schon versteckt, das ist doch gut, oder? Wir suchen das jetzt. In welche Kiste denkst du, könntest du es gelegt haben? Au, jetzt bin ich runtergefallen. Also das ist, da, wo ich mich das letzte Mal dran erinnern kann, was war... Warte mal... Muss ich kurz ausrechnen. Das war ungefähr 400 Blöcke weit entfernt. Von wo? Von hier. In der Kiste. Nee, irgendwo anders. Ich glaube, das war im Rahmen oder so. Hinter einer Wand oder keine Ahnung. Hinter einer Wand war es nicht. In einem Rahmen? Was unter Wasser? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Wow. Serious. Hast du einen Grappling Hook für mich? Nein, leider habe ich wirklich keinen Grappling für dich, aber ich habe die Kiste zu stalken. Ich sehe, dass du in der Kiste drin bist. Ja, ich auch. Pass auf, okay, wollen wir ins Nether gucken, was da so abgeht? Weil es gibt ja die sogenannten Necromancers, die ich gefunden habe. Necromancers heißen die. Was sind Necromancer? Das sind... Brauche ich dafür Goldrüstung? Ja, also für die Necromancers brauchst du, glaube ich, weitaus mehr. Dafür brauchst du Goldäpfel. Ja, gut. Also da, wo ich langgelaufen bin, waren sehr viele von diesen Necromancers. Du hast meine Goldrüstung. Ja, ich gebe sie zurück. Ah, okay. Bitte, hör auf, alle Truhen durchzugucken. Jetzt hast du 2 Holzschaufeln. Danke. Gerne. Ich wollte schon immer 2 Holzschaufeln. Weiß, deswegen habe ich sie dir gegeben. Okay, wollen wir jetzt gehen? Ja. Wo bist du? Da. Hier. Nein, bitte. Hab ich nie gesehen. Tut mir leid. Hörst du auf?
Nein, Spaß. Gib das her. Leg das rein. Ich mach nur Spaß. Hi Chat, wir sind gerade im Roleplay drin und deswegen achte ich nicht so auf den Chat, weil ich meine, das hier ist etwas sowas wie ein Real Life und wir machen gerade ein RP. Gestummt. Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich hab kurz mit meinen imaginären Stimmen geredet. Ach so. Auch genannt Chat. Hi Chat. So. By the way, du solltest deine Villager neu verstecken. Wieso? Antipit weiß, wo sie sind und er weiß auch, dass du Manning hast. Ja, also Antipit weiß von Green Duck. Ich habe das ja mit Green Duck zusammen gemacht. Green Duck ist so ein Verräter. Ich möchte ihn wirklich für das, was er getan hat, möchte ich ihn bestrafen. Wie viel gibst du mir für die Information, dass ich vielleicht weiß, wo die sind? Das solltest du mir eigentlich gratis sagen, weil wir sind ja eigentlich ein Team jetzt. Ich gebe dir auch alle Informationen, die du brauchst. Also so ist nicht. Da braucht jemand sein Zeug. Leute, wir machen gerade einen RP, es tut mir leid. Sandy, habt ihr euch vertragen? Hallo, alles gut? Ja, bei mir ist alles gut, danke der Nachfrage. Ja, Hallöchen, du Psfänger. Sandy, gehst du nicht auf mich ein? Doch, ich gehe auf dich ein. Hallöchen, einfach Leon HD, Hallöchen, wie geht's dir? Hey Sandy, geht's dir gut? Ja, mir geht es ganz gut, wie geht es dir? Wie viele Videos hast du? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht. Alle ignorieren mich, nein, tut mir leid, ich bin gerade in meinem Rollspiel drin. Das ist sowas wie ein Theaterausstieg. Nur, dass es ein komplettes Minecraft-Projekt ist. Das ist quasi ein Theaterauftritt, kann man, glaube ich, am besten so beschreiben. Hast du überhaupt eine Freundin? Nein, habe ich nicht, danke. Geh jetzt schlafen, gute Nacht, Dennis. Welche Sprache kannst du? Ich kann Thailändisch, Englisch, habe angefangen, ein bisschen Japanisch zu lernen. Latein, gute Frage, ob ich das kann. Und dann noch Deutsch. Ist Französisch und ein bisschen Spanisch kann ich auch, aber überhaupt nicht flüssen. Und auch nur ein paar anderes haben, wie zum Beispiel Je ne parle pas français, aber ich weiß nicht, ob das eine flüssige Sprache ist dann. Also ich weiß nicht, ob du flüssig meintest oder ob ich einfach nur kann. Danke. Hallo! Ja. Ah, okay. Ich muss ganz kurz meiner Pflicht als Admin nachkommen, okay? Okay. Okay, dann gleich. Kitty. Kann ich mitkommen? Geh mal. Nein, ich tippe mich. Ich muss kurz als Admin, weißt du? Bleib bitte hier, okay? Okay. Aber bitte wirklich nichts machen, das wäre jetzt echt mies. Nein. Also wenn ich jetzt nicht da bin und nur gerade als Admin mal was machen muss, das wäre echt mies. Nein. Wie schnell? Ja, ich kann ein bisschen schnell lesen. Bisschen. Okay. Ich bin gleich wieder da, okay? Ich komme gleich wieder. Okay. Doppelbett, wen hat er denn hier? Okay, ist ein Bino. Ja. Okay. Wir können jetzt doch von schneller. Ich mach das dann später, wenn er halt am Spawn ist. Okay. Dann let's go! Okay. Du musst wissen, ich bin ein sehr Adrenalin-vollgepumpter. Warte, noch nicht. Warte, ich muss mir noch. Ah, warte, er ist da. Okay, warte, dann warte ich kurz, ja? Warte kurz. Slash. Okay. Oh, süß.
ich möchte unbedingt wissen, ob der... Oh. Alter. Hat der echt keine Spinnenweben? Braucht nur Spinnenweben. Kannst du auch mal Mr. Haupt spielen? Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Wenn ich Dione-Videos sehe mit den Beefy. Oh, Beefy. Nee. Beefy mag ich nicht. So, oh, bin wieder da. Hi. Aber wieder da, haha. Ah, Hallöchen, Runde. Oh, warte, sorry. Du bist sehr lustig, ja, danke schön. Thank you. Schnell. Sanji, bist schön, warum kein Facecam? Ach, weil ich mich gerade in meiner Verfassung nicht so gerne zeigen möchte. Wenn ich dir auch ein Videos sehe mit Beefy, achso. Ganz zu Io. Wow. Okay, Leute, jetzt weiter zum RP. Hallo. Hast du schon wieder mit deinem imaginären Freund namens Chat geredet? Nein, das ist Chat und Chatty. Chatty? Ja. Warte. Ja? Ich brauche goldene Äpfel. Goldene Äpfel? Echt jetzt? Ja. Diese Necromancer sind echt krass. Glaub mir. Warte mal kurz. Wollt mir noch was craften? Was willst du dir craften? Weiß es nicht, aber vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ah ja, ich wollte Stecker holen. Darf ich kurz einen Bambus haben? Kannst du machen? Ja, mach. Danke. Schnell. Oh, tut mir leid. Ah. Auch eine Spitzhacke, das war's, ja. Oh. Ah, oh mein Gott, Hilfe, habe ich mich erschrocken. Was war das? Ja, irgendwie weit weg. Oh mein Gott. Okay, kommst du? Yes, I'm coming. Okay, warte, bin ich überhaupt richtig ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Also, wir werden wahrscheinlich nicht nochmal zu den Necromancers gehen, aber es kann halt passieren, dass die mitten auf dem Gang spawnen irgendwo, weißt du? Okay, ja. Also, ich erkläre dir, wie du Necromancers erkennst, ja? Okay. Das sind schwarze Skelette auf schwarzen Pferden. Auf schwarzen Pferden? Ja, auf schwarzen Pferden. Und die haben blaue Partikel um sich rum und schießen aus der Entfernung mit Bogen auf dich. Wenn er aber nah an dich dran ist, holt er ein Schwert raus. Und zwar ein Netherite-Schwert. Okay. Und die sind krass, die Typen. Und die halten auch sehr viel aus. Also mit dieser Axt hier musste ich wirklich 10-mal auf die einschlagen, mindestens. Okay. Gut zu wissen. Also, versuch die besser mit Bogen oder im Fernkampf zu erledigen, weil im Nahkampf... Darf ich einmal kurz anschießen, um zu wissen, wie viel Schaden der macht? Ja. Au, oh, 4 Herzen. 4 Herzen, okay, gut. Nee, ich will nur wissen, wie viel Schaden ich dann ungefähr bei den Monstern mache. Ach so. Wie viel Schaden mache ich bei dir mit dem Bogen? Ja. 1,5. Ja, ich hab den auch nicht weiter verzaubert. Hab da nur Power 2 wahrscheinlich. Ah, okay. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Ey? Bruh? LOL? Ist bei ihm jetzt Minecraft abgestellt? Oh nein, Leute! Ist bei dem... Warte mal, ich gehe mal ganz kurz in sein... Für eine Millisekunde gehe ich in seinen Stream rein, okay? Ganz kurz. Okay, jetzt gehe ich wieder raus. Das ist sonst fies. So, Minecraft. Zack.
Zack, zack. Ja. So, ach, da bist du ja wieder. Mein Game ist gecrashed. Na, bist du etwa kurz in den Himmel teleportiert worden? Ja, ich war echt, hatte eine Nahtoderfahrung. Nein. Oh, was passiert? Das Portal hat mich einfach falsch geleitet. Ich musste den Weg zurückfinden. Oh, okay, kein Ding. Wollen wir nach unten? Ja. Das ist die Hölle. Die ist ja noch ganz bequem. Ja, noch ist ganz bequem, aber warte erst, bis du die Necromancer siehst. Was? Warte erst, bis du die Necromancer siehst. Ach so. Will ich, glaube ich, gar nicht. Ist es hier irgendwie radioaktiv? Nee. Das ist einfach nur stickig hier. Sehr warm. Ach du heilige Mutter Gottes, wir sind direkt über Lava. Unter Lava. Keine Sorge, in diesem Biom spawnen Necromancers nicht. Necromancer spawnen nur in, ja, so sandigen, so schwarzsandigen Biom, weißt du? Okay. Ja, dann geh doch vor. Ich weiß nicht wohin. Ja. Oh mein Gott. Ich grab einfach irgendwo lang, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Okay. Das hört sich sehr nach Hölle an. Tatsächlich, hier brennt viel. Warte mal, ich brauche Blöcke in meiner zweiten Hand, weil es kann sein, dass es Lava kommt. Viel. Ehrlich gesagt will ich die ganzen Blöcke, die du da farmst, gar nicht haben. Ja, Pech. Kriegst du jetzt, ob du willst oder nicht. Nö, ich habe einfach mein Inventar voll gemacht. Ha! Hier ist Quarz. Ah ja, übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, es existieren hier sehr große, wie soll ich sagen, heiße Würfel, die hier rumspringen. Heiße Würfel? Hinter dir. Oh, was ist das? Ein heißer Würfel. Das beschützt irgendwas, warte mal, das sieht so aus, als wenn es irgendwas beschützt. Ach, da! Was ist das denn? Du hast einen Schlag. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Gott. Aua. Ja? Ah, nee, warte, dann. Ich dachte, er hat irgendwas anderes geblockt. Das sah aus wie ein Golem, oder? Ja, das sah aus wie ein Golem. Pass auf, ich schlage jetzt mit der eigenen Waffe, schau. Ah, das sah gerade so aus, als wenn da so ein Spawner wäre. Schau mal, mit dem Ding kann man nicht mehr mal richtig weit wegkatapultieren, ne? Au! Bitte lass das. Okay. Da hinten ist noch einer. Oh, ich hab kein Grappling Hook. Hast du eventuell zwei? Nein, leider nicht. Wieso ist es hier immer noch radioaktiv? Weil wir momentan auch in einer radioaktiven Umgebung sind. Warte mal, im Mittelalter wusste man nicht, was radioaktiv ist. So aus der Zukunft. Du hast es gesagt. Ich weiß es doch. Du hast es bestätigt. Ich laber dir nur nach, weil damit ich schlau klinge. Ach so. Jo, schnell willst du bauen, Herr? Ja, pass auf, wenn hier dieses Stein kommt, das one-picke ich, ne? Das ist nur gerade, weil wir... Oh, hier, nice. Oh. Ey, bitte, Bro. Ja, ich will dir nur helfen, ich will es dir geben. Hast du es schon? Ach, ja. Okay. Ich kann gerne durch zwei Teilen am Ende. Dann kriegst du auch was. Yay. Okay. Bin ich dabei. Das ist die Bezahlung. Oh cool. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es hier Erze gibt. Wusste ich auch nicht, aber ich habe das ausprobiert und habe das mal ein bisschen ausprobiert und so, aber es ist sehr hart. Ich habe versucht zu essen, konnte man nicht, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ein Erz. Ein Herz wortwörtlich aus der Hölle. Ja.
aus der Hölle. Interessant. Oh, da ist noch mehr Erz aus der Hölle. Was ist das für ein Hammer? Diamant. Wolltest du nicht Blöcke in der linken Hand haben? Nee, nicht in der linken Hand, aber halt neben mir. Weiß nicht, aber... aber stimmt, ich könnte die auch in die linke Hand nehmen, aber ich nehme. Ich hab dir vorhin Schaufeln gegeben. Ich hab selber eine. Ah, okay. Was will ich denn mit Holz schaufeln? Schaufeln? Warte, ich red kurz wieder mit meinen imaginären Stimmen. Nein, nein, pass auf mal, schau mal. Ja? Schau mal. Wie schnell das jetzt geht, ja? Ja. Pass auf. Bin dabei. Okay, geh du nach vorne, ich gucke, ob hier noch mehr Erz von der Hölle ist. Okay, hier ist noch nichts. Digga, wie das abgeht. Hier ist. Ah. Was ist das denn? Das weiße Zeug. Netherquarz. Okay. Ey, Bro, warte mal, lass mich das Quarz abbauen, weil ich hab Mending auf meiner, Dings. Und die, damit die nicht kaputt geht, weißt du? Kann ich das Quarz vielleicht mal haben? Ja, das Quarz kannst du gern haben. Ist mir egal. Danke. Es geht mir nur um die Level. Ah! Willst du mich jetzt hier gefangen halten? Jetzt kriegst du ja die Level, Mann. Es tut mir leid. Ey. Ey, aber ich kann ja, wie ich hier durchsprinten kann, das ist so krass. Komm mal raus. Ja, ich versuch's doch. Ja. Schau, ey, das ist so krass, schau. Ich muss schon sagen, dass das sehr schnell und überzeugend ist. Also ich würde sagen, das ist echt der Hammer, oder? Da oben. Was? Was ist das denn? Das ist wie Gold. Ja, das ist die Mini-Version von Gold, habe ich gelernt. Echt? Ja. So, Gold-Coins? Sowas wie Münzen? Hallo? Ja, ja, sowas wie Münzen. Genau. Ah. Achtung, hier ist irgendwo Lava. Quatsch. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist Lava. Oh. Lava? Weißt du nicht, was das ist? Gerade ein bisschen seltsam Grab. So. Also ich... Was mir immer noch ein Rätsel ist, alle Gesteine hier in diesem... in dieser seltsamen Hölle, ja, sind sowas von weich, ja, sehr weich. Aber ausgerechnet das härteste Material befindet sich hier. Hm. Oh. Heiß. Stimmt. Oh, Lava. Oh, noch mehr Lava. Oh, noch mehr Lava. Wie viel Angst müssen wir machen? Ja, oder was? Oh, noch mehr Lava. Heiß, ich brenne. Du hast doch verbrennt im Schluss, oder? Ja. Wollen wir uns vielleicht mal weiter oben bewegen irgendwann mal? Oder ist das zu gefährlich? Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ich würde mich langsam rantasten, aber hier läuft ja die Lava wie Wasser. Alles so anders, so als sei das eine Parallelwelt. Oh. Nice. Ich sterbe. Nein, du nicht. Nein. Du stirbst nicht. Ich bin so gut wie tot. Oh Gott. Du stirbst nicht. Kurz die Hose angezogen und schon geht's wieder. Was willst du mit dem Wassereimer? Was ich denn hast du mir gegeben? Hab ich? Achso, ich wollte ja einen goldenen Apfel droppen. Aber der Wassereimer wäre doch unnötig gewesen.
Ja, aber ich hab gehört, dass, also ich hab's probiert, es ist so heiß hier, das verdampft das sofort, weißt du? Echt? Können wir es mal probieren? Aber wieso kann ich denn mein Wein trinken? Das ist Wasserverschwendung. Okay. Aber schau. Schau, schau. Schau. Was ist das Wasser? Hä, wo ist das Wasser hin? Hey, gib uns unser Wasser wieder. Level. Ja, wo bist Level. Du? Level. Au! Level. Oh. Ich bin umgeknickt, weil du so schnell abgebaut Level. Hast. Glaubst du überhaupt, dass wir auf der richtigen Höhe sind? Denkst du, man könnte nicht weiter runter oder so? Es gibt bestimmte Höhen dafür. Ja klar, das ist doch genau das. Also ich gehe davon aus, dass das so funktioniert wie in der Overworld, nicht? Ich weiß nicht. Ich meine, das ist die Hölle und wir leben auf der Erde. Ich glaube, da ist doch noch schon ein Unterschied. Nein, ich finde, da ist kein Unterschied. Okay. Überall Prinz. Das triggert mich gerade. Dass ich jetzt nicht ins Stock nach links gerutscht bin. Ja, mich auch. Lava! Lava. Lava bitte wieder zurück tun. Wieso? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sollte da sein. Das ist mein Souvenir aus der Hölle. Okay. Oh, shit. Wir sind wieder im falschen Biom. Also, wir müssen jetzt mal weiter nach dem das Biom. Also weil in das Biom will ich nicht. Okay. Weil das dauert zu lange ab zum Abbauen. Da sind die Steine nämlich wieder härter. Und das... Oh, wie viel Quarz, krass. Ich wollte dir da einen Block hoch machen, damit du da... Ich hab dir da einen Block hoch gemacht, damit du da mehr abbauen kannst. Ist da noch mehr? Warte mal, spring mal. Kommst du, Santi? Ich bin noch hier. Oh, Gold. Ui. Nice. Ey, dieser Hammer. Achtung. Oh. Lava, heiß, Lava. Ich hab echt viel Basalt. Basalt? Zeig mal. Ach, was da? Okay. Das ist das, was wir wollen. Genau. Am besten wäre, wenn wir jetzt gerade hier weiterlaufen. Das wäre eigentlich am besten, aber okay. Hm. Du, ich glaube, ich möchte zurück. Wie bitte? Du, ich glaube, ich möchte zurück. Nein, warum? Doch, hier sind so komische Geräusche. Ich glaube, ich... Komm mal. Oh, weiter geht's. Komm weiter. Hörst du das nicht? Als wenn jemand mit mir redet, ich glaube die Hölle tut mir nicht so gut. Ja, ich rede mit dir. Nein, das bist nicht gut. Ja, vielleicht bist du wieder Chatty oder so. Nee, Chatty ist nicht weiblich. Hä? Flüstert dir eine weibliche Stimme zu oder was? Ja. Ja, du bist nur sad, dass du keinen Girlfriend hast. Ich bin ein Massenmörder und ein Bandit. Was erwartest du von mir? Stimmt auch wieder. Tja, du hast dir deinen Lebenslauf selber gewählt, würde ich sagen. Hm. Oder nicht? Nee. Ich nicht so. Ach, und Kies. Moment, mein Hammer ist fast kaputt. Ich muss jetzt den hier nehmen. Beziehungsweise
nehme ich die jetzt in die andere Hand. Oh, ich habe meine Schaufel gerade weggelegt. Wollen wir nicht mal nach oben? Was sagst du? Ja, lass uns nach oben. Oder dafür soll ich dir mal die Necromancers zeigen? Nee, danke. Nach oben willst du? Ich glaube. Also wie nach oben jetzt? Overboard oben oder? Nach oben in die Hölle. Also, ich weiß auch nicht, ob ich das will, aber... Ich glaube, das wollen wir nicht. Keine Ahnung. Nicht? Lass mal noch ein bisschen geradeaus. Dann sind wir nämlich so. Nein, hier geradeaus. Ja, ich komme. Also, ja, aber nein. Ja, aber nein. Ich mag ihn, ja. Aber nein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Sympathisch, ja. Sympathisch, unsympathisch, ja. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich suche jetzt hier erstmal den Weg zurück und dann geht's weiter. Ich würde gerne mein Inventar entleeren. Und es ist sehr warm, muss ich sagen. Sehr, sehr warm in der Hölle. Also. Also ich bin ja noch nicht mal bei einem Mord irgendwie so ins Schwitzen gekommen. Aber die Hölle ist ganz komisch. Das ist nicht so mein Ort, sage ich ganz ehrlich. Die Hölle ist nicht so meins. Da bin ich auch ganz ehrlich. Weiß nicht, Leute. Oh, mein Chat ist wieder disappeared. So. Oh, meine Platz ist wieder da. Dieser Hammer von Joel ist krank true. Das ist riesige Beleuchtung. Was? Oh, ein Stein. Fuck. Wow. Leute, ich glaube, ich beende jetzt auch gleich mal den Stream, weil... I don't know. Ich glaube, ich möchte den Stream gerne beenden. Ich habe gesagt, ich komme gleich wieder, also komme ich auch gleich wieder. Meine Blocks kommst du eigentlich auch? Und ja, ich spiele auch mit. Ja. Meine Blocks spielt auch mit. Also in dem Projekt. Gerade nicht. Warum eigentlich nicht? Meine Blocks kommen jetzt online. Also das radioaktive Geräusch, das gefällt mir absolut gar nicht. Sag ich so, wie es ist. Warte mal, hier geht's nach oben. Hier auch noch ganz oben. War hier nicht irgendwo ein Gang? Guck mal, was? Ich bin irritiert. Hilfe. Mein Chat. So. Wie lange der Tunnel ist? True.
schon wieder diese Stimme. Da, habt ihr es gehört? Da! Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Aim. Was ist das hier? Yo. Das ist ja meine komplett andere Welt. Was geht denn hier ab? Was ist das? Leute, ich glaube, an dieser Stelle würde ich auch gerne den Stream beenden. Es war sehr, sehr schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Dankeschön an jeden, der da war. Danke an jeden, der reingeschrieben hat. Ihr supportet mich damit wirklich sehr. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt tatsächlich offline, weil es schon ein bisschen spät ist. Bisschen spät, ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, der Stream fängt jetzt nicht gleich an. Der endet. Meine Güte, was ist das denn hier? So. Dankeschön. Tschüss.